Herzlich willkommen bei einem neuen Video von TCH Support. Dieses Video ist an Mediengestalter ausgerichtet oder an Leute, die mit Hobby gerne designen. Und oft hört man die Frage, naja, ich bin nicht, habe nicht viele Schulungen besucht, ich mache das auch oft als Hobby. Und auch Profis stellen oft die Frage, wie finde ich die perfekten Farbzusammenhänge? Und da hat Adobe ein ganz tolles Programm entwickelt, das Adobe Cooler Programm, welches darauf ausgerichtet ist, ein Portal zu bieten, wo die Farbzusammenhänge dargestellt werden. Ich gebe mal die Adresse nun ein: www.cooler.adobe.com und drücke Enter. Gehen wir mal wieder. Habe ich mich wohl vertippt? Also cooler.adobe.com und öffne diese Internetseite. Das kann jetzt einen Moment dauern. Ich nehme ja im Hintergrund noch auf. Und nun öffnet sich diese Seite. Wir sehen schon, gleich wird ein Ladebalken erscheinen, dass dieses ganze Programm Cooler von Adobe auf Adobe Flash basiert. Man braucht also lediglich den Adobe Flash Player. Nachteil ist natürlich, dass auf mobilen Applikationen wie iPhone oder derzeit noch anderen mobilen Geräten oft das nicht funktioniert. Es gab vorhin schon ein Serverproblem bei Adobe Systems. Ich hoffe, jetzt klappt's. Ich versuche nochmal mit Firefox. Genau, jetzt habe ich es eigentlich hier. Ich habe jetzt hier die Cooler-Seite von Adobe Systems. Wenn ich das starte, sehe ich erstmal oft die berühmtesten Themen und ich habe hier schon vordefinierte Themen, die gerne benutzt werden, die ich verwenden kann für eine Website zum Beispiel oder für ein Layout, die auch gern mit den Grafikprogrammen wie InDesign, Photoshop in Verbindung gebracht werden, damit die Farbkombination schön aussieht. Natürlich habe ich nicht nur die populärsten Themen oder die neuesten, sondern ich kann auch die bestbewertesten nehmen oder ich sage, ich mache mein eigenes. Dafür sehe ich hier links in dieser Themenleiste einen Link, der heißt Create und ich öffne das mal. Und dann sehe ich hier From a Color und jetzt habe ich hier eine große Seite. Hier oben habe ich das normale Menü und hier einen Farbkreis und hier Select a Rule. Und dann habe ich hier erstmal viele Punkte, die ich mit der Maus bewegen kann und viel einstellen. Man sieht auch, hier unten bewegt sich sehr viel. Als erstes sollte man sehen, welche Regel soll ich haben. Sollte ich von diesen 5 Farben nur mit 3 Farben arbeiten oder möchte ich mit nur ungefähr 2 Hauptfarben arbeiten? Möchte ich das Ganze ziemlich bunt gestalten oder möchte ich es ganz alleine gestalten mit Custom und erstelle mein eigenes? Ich kann auch sagen, ich habe eigentlich nur einen schönen Ton. Und ich sage jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die erste Regel. Dann kann ich hier oben erstmal alles verschieben und man sieht, die anderen Punkte, die hier oben verschieben sich mit und umso mehr ich in die Mitte gehe, umso heller wird's und umso weiter außen, umso kräftiger wird's. Man sieht es. Hier unten kann ich das auch verstellen, dann bewegt sich natürlich auch oben der Kreis. Das ist die entsprechende Regel. Oder ich kann das Ganze natürlich auch selber einstellen. Ich habe hier unten die verschiedenen Kanäle. LAB, CMYK, RGB, das ist die meistgenutzte, oder HSV. Ich nehme jetzt mal die CMYK-Kanäle oder auch die LAB. Ich nehme mal CMYK und kann hier zum Beispiel Zahlen eingeben, wenn ich eine bestimmte Farbe aus
Photoshop zum Beispiel habe und einen bestimmten Wert, sage ich, oh, das ist eine tolle Farbe, die ich da habe, dann kann ich die jetzt einfach mal eingeben. Natürlich kann ich auch einen Hexcode eingeben. Das funktioniert natürlich nicht immer. Wenn ich auf Custom gehe, sollte der freigeschaltet werden. Aber der Hexcode kann man nicht bearbeiten. Diesen kann man nur rauskopieren. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein schönes Grün und hoffe, dass es dann klappt. Genau. So. Und jetzt kann ich hier oben natürlich auch auswählen, soll ich try, dann ist das Ganze schon etwas bunter, weil es ja drei Farben sind in verschiedenen Richtungen. Oder soll ich das nur mit zwei Farben mein Thema gestalten? Und somit kann ich eigentlich einen schönen Ausgleich finden für Projekte zum Beispiel, wo ich sage, ach, da möchte ich jetzt einfach mal wissen, wie ist das denn? Welche Farben passen zusammen? Wenn ich dann fertig bin, kann ich mir die Farben zusammenstellen. Ich kann mich auch mit meiner Adobe-ID einloggen und kann das ganze Thema speichern. Und mit dem Hexcode, den ich hier unten finde, den kann ich einfach in Bildbearbeitungsprogramme wie GIMP oder Photoshop einsetzen. Dieses ganze coole Programm ist übrigens kostenlos. Darüber hinaus, das hat sich mit der Zeit entwickelt, gibt es eine gesamte Community mittlerweile zu Cooler, in die man eintreten kann und mit anderen Bilder und Farben teilen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild Fun Have und jetzt sehe ich hier oben schon aus diesem Bild diese Farben hier oben, die ich natürlich auch hier erweitern kann und mir ansehen kann. Wenn mir zum Beispiel dieses bräunere oder dieses Bild sehr gut gefällt, dann sehe ich hier auch alle Farben. Dann gibt es noch dieses Programm Puls, das ist Beta. Das ist auch diese Community. Und hier kann ich auch auswählen, ist eigentlich das gleiche wie dieses Cooler. Und hier kann ich auch auswählen, welche Farben zusammenpassen. Und ich sag jetzt mal, ich nehme das hier und dann kann ich hier unten noch etwas verstellen. Und sag hier noch das nach oben. Und dann kann ich hier meine Themen auswählen. Und sehe hier oben natürlich dann auch wieder die entsprechende Farbe. Das ist für Cooler, wie gesagt, wenn man nicht weiß, welche Farben wie zusammengehören, aber auch für Profis ist das gut geeignet. Und natürlich hat man damit auch sehr viel Erfolg mit der Adobe Creative Suite, mit den Programmen wie InDesign, Illustrator und Photoshop. Auch für normale Webdesigner, die nur mit dem Code arbeiten, kann sich das sehr ausbezahlen, wenn ich weiß, welche Farben wie sehr gut aussehen. Auch der Bereich Themes hier mit den beliebtesten Themen ist sehr beliebt und auch sehr nützlich, weil ich natürlich in dieser cooler Community meine Themen teilen kann und dann kann hier jemand sagen, schaut euch das mal an und die sagen, auch finden wir super. Und dann sehen wir das Park Avenue Schiff zum Beispiel. Und wenn ich jetzt diese Farben ansehe, die sind echt sehr gut aufeinander abgestimmt. Und im Webdesign sieht das natürlich dann nicht verkehrt aus. Das ist dieser coole Tipp. Ich freue mich wie immer auf Besuche auf unserer Website und an Mails an video@tchsupport.com und aufs Abonnieren. Also bis dann und viel Spaß mit Cooler von Adobe. Kleiner Tipp, heute ist der 12. April und heute ist noch die Weltpremiere der Creative Suite 5. Mit der Creative Suite, das ist die Vereinigung der Programme Photoshop, Illustrator, diesen ganzen Programmen, die auch sehr beliebt sind. Und ich hoffe, sobald dass sie in Deutschland erhältlich sind, werden wir dazu auch Videos machen und ich hoffe, dass ihr damit dann auch viel Spaß haben werdet. Also, das war jetzt dieser Webtitel cooler.adobe.com.